Weizen. Nein. Ich muss aufwalzen. Ich muss aber aufwalzen. Guck mal, wir können nachschauen. Gehen wir auf eine Folge, bitte? So. Dann gehen wir auf deine Walzaufträge. Wie viele Walzaufträge hast du schon diese 10 Walzmissionen ab? Nein, hast du nicht? 0% überall. Ja. Alter. Wie wenig Walzmissionen hast du gemacht? Wirklich? Ja. Ohne Scherz? Ja, das müssen wir doch mal ändern. Gut. Trotzdem bin ich schon Level 20. Ja, also das müssen wir doch ändern, oder? Alter. Das sollte ja heißen. Ja, dann sag ich jetzt nochmal ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir in dieser Folge und herzlich willkommen zu dieser Folge Bausimulator. Ich wollte schon Landschaftssimulator sagen. Was ist los mit mir? Doch, aber das muss doch sagen, dass. Aufnehmen. Hallo? Auch da. Ja, bei mir ist der Gamebase auch dabei. Ich hätte mir gedacht, ach komm, mach doch mal ein paar Folgen einfach so einen komischen Anfang, ne? Wollte er. Nee, nicht Leute ärgern. Ich meine, das ist so ein, dann merken die auch mal, was schön in der Neues ist. Natürlich kann ich auch gerne sagen, Aufnahme statt in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landschaftssimulator. Heute Was wird, sag ich jetzt? ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Ja, heute wird gewalzt und das Haus fertig gebaut und ich bin hier allein dabei. Dabei ist nämlich der Gaming Base. Hallo. Kralla, ja, genau. Du aus Russland oder du aus Ich bin Serbien. ja, klar, merkt man auch. Kannst du mir die Walze aus dem aus der Halle auslagern? Küche machen. Ob ich kann, ist schwer, ne? Weil ich bin momentan am Fahren und ich habe gehört, am Fahren sollte man nie auf ein Handy schauen. Denkst du, das interessiert mich? Ja, stimmt, du kommst aus Russland. Richtig. Ha, du kommst eigentlich aus Serbien. Halt. Guck mal, so wird man schon wieder am frühen Morgen genervt. So, was steht denn heute an? Außer Walzen und zwei Missionen fertig. Eine für Mission fertig zu machen, die andere ist fast fertig. Da müssen wir. Wie grad? Mann, die will So, man. kannst du mir jetzt bitte diesen blöden Walzer rausschenken, Walzen? Ja, ich überlege gerade, was ich noch machen muss in der Folge. Ah ja, Banner sagen. Ach, shit, hab ich noch. Ja, des Tages und der Woche, ne? Dann musst du dich mal nachschauen, wann man die denn haben kann. Aber welche nehmen? Ich meine, es kam ja wieder ein paar Ballansagen, sonst habe ich ja noch ein ganzes Buch. Bahnansagen lustig. Nee, nur Bahnansagen. Aber teilweise sind die Klassiker-Bahnansagen total langweilig, ne? Direkt anfangen mit der Bahnansage der Woche. Welche hast du denn? Ich fahre jetzt zu dir. Kann ich nehmen? Entschuldigung. Und dann.
Gut. Alles klar, dann fangen wir mit der Börse des Tages. Gleis vor uns befinden sich ein paar Entenküken. Bitte um Verständnis, dass ich diese kurz retten werde. Und was passiert danach? Peking-Ente. Ja, wo die heißen nicht Peking-Ente, die heißen dann Gleitenten, ne? Wer kennt es nicht, die schöne Gleitente von Tante Oma? Hast du nie gegessen, Gleitente? Okay, du bist doch noch nicht so aufs Zug gefahren wie ich, ne? Ach, schade. Musst du essen? Und hier hat die Twitter-Seite von Bahnansagen, von dem Herrn Krüger, wird. Kennt man es, wenn ein Zug traurig ist? Drückt jetzt auf Pause, schreibt eure Gedanken in die Kommentare, was glaubt ihr? Mal einfach 10 Sekunden Stillstand. 1, 2, 3, Reicht. 4, Lockdown. 5, Okay, 6, 7, lustig. 8, 9, 10. Auflösung spielt in der Folge. Nein. Doch. Ja, sonst will ich alle 10 Sekunden abwarten. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Ist das so nutzend nach Pankow? Ich musste irgendwo hin. Mein Cousin aus Berlin. Ich musste was klären. Mit euren Ober-Indianer. Ich bin New Talent. So, soll ich nochmal eine Und machen? wir spielen mit der Meine Band. Frage nochmal. Nein! Erst bin ich noch so viel sicher. Oder erst später? Später. Wir Später. können den ganzen Pulver jetzt schon rausschießen. Scheiße, jetzt habe ich die Seite geschlossen. Oh, Leute, 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 einmal mit Profis arbeiten, einmal. Ja, da ist es wieder. Ah ja, ich muss ja was rausstellen für dich, ne? Was? Ich muss ja was rausstellen für dich. Ja, wer ist das? Ja, dann nehmen wir mal das hier rausstellen. Dann brauchen wir einmal das hier. Und dann müssen wir noch den rausstellen. Der muss ja aufgeladen werden. So. Das Schöne ist, ich muss nicht mehr, ich muss keine Ketten mehr fahren. Kettenfahrzeuge. Wie Aber. heißt dieses Lied? Dieses, Was? Kennst du doch, ne? Warte. So. Haben wir letztes Mal na nachgeschaut, Phantom der Oper. Da, das hier. Glaube ich. Das hier, ja. Ich höre momentan 0%. Ach, das. Naja. Margarete. In Leverkusen, diese Wasser, ich will mich auf ihre Busen, sie war 44, und ich war 13,5, Das Lied ist so geil. sie ist Margarete, und wartet doch wie ein Kalb. Kommt sie brutal, sie rief in Schalalala, Das ist so kommt sie geil. brutal, Schalalala, Nacht. Von einem Leuchtturm in mein Gold und ich hier Holz vor. Und ihn Oh, das Lied ist so geil, und Alter. ich ihm wein und so klar. Sie grunzt so wie ein Wildschwein. Wir haben 34. Ich war 13,5. Margarete. Und ich war 13,5. Margarete. War es nicht 13,5? Digga, Wenn, dann warst du 2. dieses Video ist so lustig, ne?
Ich brauche noch ein Schnitzel Lärchen. Hä? Ich brauche noch ein Schnitzel Lärchen. Kannst du mir das bringen? Warte, ich muss es finden. Alter, ich wollte das Spiel und nicht aus Spotify. So. Einmal Schnitzel Schnärchen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch auf Lager haben. Können wir nachschauen? Auf Schnitzel Schnärchen 0,8 auf Lager haben. Bitte? Auf Schnitzel Schnärchen 0,8 noch im Lager haben, auf dem Filmgelände. Ja, ich schau nach, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Lerche hast du letztens alles verkauft. Nee, werden wir mitgenommen. Ja, oder so. Wir müssen eigentlich, ne, wir haben einmal Ficht, einmal Lerche, zweimal Fichte. Aber 2,4, ne? Lerche haben wir zweimal 2,4. Ja, nee, wo hier nicht. Wir haben einmal Lerche 0,8. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Auf der Firma? Weiß nicht. Nee, sonst sieht am Sägewerk, sonst fahre ich noch, ich fahr jetzt sowieso zum Sägewerk dann halt. Hört ihr eigentlich die Musik, ne? Also ich habe Ne, momentan cool. nichts. So. Ne, haben wir nicht. Die Ausschankbeschränkung geht ja jetzt noch bis zum 29. Juni, ne? Was? Die Ausgangsbeschränkung. Ja, leider. Ja, mal schauen, was dann kommt. Macht der Kraft gut. Boah, ist der gut. Die Boah, die Bremsen sind hier total schlecht vom Putschenwagen kann. Ja! Was ist das? Baustelle 2, oder? Hört's jetzt. Ja, Baustelle 2. Für was? Walzen. Ich bin gerade das Baustelle 2, habe ich gerade rausgefunden. Ja, Winter ist Baustelle 2. 2 geteilt durch 2 sind? Mal 2? 2. 2648? Hey. 2648. 1.378.576? Was? Hat sich zugehört? Das war auf jeden Fall irgendwas mit 3 Milliarden. Also schau die Aufnahme nochmal an. 48 Schau die Aufnahme an. 13,5 Und schreib in der ist Lösung. Margarete. War so zart wie ein Kalb. Und hast du dich schon getrennt? Was? Und hast du dich schon getrennt von Margarete? Und dann wieder die Preise, das sehen. Das ist ein Türke wahrscheinlich wieder. Nein, ich muss ja mal in der, das war 8. Klasse oder so, dann, oder 9. Klasse, da mussten wir so eine, da ging es über Soap Opera, und dann mussten wir irgendwie so eine Serie erfinden und dann Texte auf Englisch schreiben, wie Charaktere sprechen und noch 5 Charaktere irgendwie noch erfinden. Und ich hatte überhaupt keinen Bock auf diese Scheißaufgabe. Ja, du kannst dir denken nachher, wie Charaktere hießen. Eine Eric hieß? Butters. Nein. Nee, deren Katze nämlich South Park, das wäre dann zu ausfällig gewesen. Eine hieß, glaube ich, Angela Ma Nagel?
Da gab es aber Dimitri Öndogan, das war ein Russe, halb Russe, halb Türke. Da hat nämlich die Frau ist nämlich nach Türkei in Urlaub geflogen. Und dann hat da ein Türke kennengelernt, das wäre Dimitri Öndogan. Also hast du Türkisch für Anfänger für nachgestellt? Nee, aber ich habe dann Angela Nagel und noch ein paar andere, Ja, also mach mal die jeden General. Schwachsinn, den mir gerade in den Kopf kam, habe ich einfach aufgeschrieben. Margarete. Nee, Marisi ist keine. Du Schwein. Willst du, wie ich wieder frage, Achtung, dieses Volk ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet? Willst du, dass ich das wieder sage oder Ja, mache? ja. Ach du Scheiße. Dann kannst du ja gleich schon mit deinem Dingsbums anfangen. Dann kannst du ja gleich mit deinem Hab anfangen, ne? Mein was? Dein Hab. Davor will ich nicht sagen, weil sonst kommen wir erst recht danach zu lachen. Folgender Zuschauer unter 18 Jahren. Unterstellen. Aber nicht Mann, geeignet. Mann, 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 Daher Mann, kann Mann. es dazu kommen, Immer dass die nur Moderatoren ihre 18, Sendungsverträge 18, 18. 18 wieder Du abbrechen, Grants weißt, versauen dass oder ich das wohl reinschneiden kann, ne? Ja, und du weißt, dass ich damit nerven kann. Und du weißt immer noch, dass ich auf dein Voice auf Aufnahmen warte. Die musst du dir wohl Aber selber holen. bitte? Die musst du dir wohl selber holen. Du sollst sie machen, du hast genug Zeit, ich habe gesagt, okay, dann, wenn du fähig bist, sag Bescheid. Bin ich nicht fertig, weil das Doch. mir für 60. Ja, du hast kein Geld. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Boss oder so mal wieder rauskommt. Was? Nächstes Mal Boss-Simulator. Mein Kanal? Das sowieso! Nee, ich hab mir mal gespielt, sehr geil, wenn wir gerade fertig werden, ne? Und dann kommt ein neues Spiel Bosemulator raus. Dann können wir von einem Spiel in anderen wechseln. Hab ich doch schon. Heimbetun. Haben wir Betun noch im Filmgelände? Eigentlich noch auch haben. Auch ein bisschen fair. Du musst Bin ich fertig? ja musst frei machen. Hier im Gelände statt mal nachschauen, ob wir da noch Beton haben. Setze ein Fußhorn mit Schneideschuh an der richtigen Position der Baustelle. Bonkran. Welchen? Ich kann groß. Kein Flip-Top? Oh, wir haben noch Beton. Hui. Wir haben überhaupt kein Lächeln hier am Warenlager. Also 0,8. Danke. Ja, Kannst du mir eben Mobil mal rausstellen? den kleinen, ne? Den großen. Den kleinen. Den großen Den brauche ich. kleinen. Großen. Den kleinen. Den großen. Den kleinen. Der kleine reicht nicht. Wollen wir ein Stück machen, wenn ich mich rausstellen? Wenn du gewinnst, ist es der Kleine, wenn ich gewinne, ist es der Kleine. Das heißt nicht, warum habe ich keine Berechtigung, ne? Genau das frage ich mich. Ja. Am Date. Du hattest du ja mal Berechtigung auf LS, aber.
Ja. Das Geilste war, ich hatte mal keine Berechtigung auf dem eigenen Server. Weil, ich glaube, BowlLS hatte ich mal. Da hatte ich keine Berechtigung auf dem eigenen Server. Für eine Folge aber nur. Da musste ich irgendwie, Dankeschön. ja, irgendwie musste glaube ich, Markus oder so läuft dabei. Keine Ahnung. Muss dann immer für mich was tun. Haben wir sehr wichtig, ja. Also dieses Jahr gab es noch keine geilen neuen Songs, ne? Irgendwie. Und wir haben schon Sommer. Naja, doch, es gab geile neue Songs. Also ich. Geil, aber geil finde ich, weiß ich nicht. Ja, ich muss mir wieder Barbowitz anhören Was oder hier? holen. Ich meine jetzt Popsongs. Ist das neu? Das ist von Anfang dieses Jahres, glaube Also was ich gerne finde, ist Freiwild, Corona, Weltuntergang. ich. Ja, warte, ich gucke eben, von wann ist das? Von wann ist das? Ja, das ist nicht. Also ich glaube, würde jetzt im Aber Chat nachher, neu, die Sinn, die ja glaube immer nach Weihnachten kommt, das ist ja, oder vor Weihnachten, die ja. Chartshow, die besten Hits aus dem Jahre, ne? Ja. Ich glaube, dass da wirklich sehr viel Coronavirus bekommt. Beispiel dreilagiges Klopapier oder Corona-Weltuntergang von Freiwild. Ich glaube, der Sandmann, der ist nicht so berühmt. Der Sandmann ist mausetot. Ich muss doch noch schlau lesen, weil ich war lange nicht mehr in den Charts, weil ich ein bisschen mehr zu tun habe, als einfach Musik zu hören. Ich glaube, Kerstin Ott hat jetzt auch wieder ein neues Album raus, ne? Ist das eigentlich männlich oder weiblich? Man wird es nie herausfinden. Bin hier ganz noch. Verdammt, man ist zu Hause tot. So. Also, geradeaus zum Schwurfark. Carlos hört gerne Hardstyle. Da habe ich ja gemerkt. Wie muss ich denn jetzt bohren? Ach, ich brauche das Bohrgerät. Hast gehört? Ja, ich habe gehört. Das rausstellen? Welches? Bohrgerät. Welches? Wir haben zwei. Das ist egal. Erkunde ich noch mal. Brauch ein Drehbohrgerät. Ah, guck mal, das ist doch eine präzise Aussage. Ja, wieso? Haben wir zwei von den Dingern? Nee, eigentlich nicht, aber. Bis zum Morgen hast du es jetzt gesagt, oder was? Nee, weil mit Raupenkern könnte man eigentlich aufdrehen, oder könnte man auch teilweise Sachen reinstemmen, zum wo man dann bohren kann. Ja. Wie heißt ein Pferd, was auf Gleisen steht? Was ist ein Pferd, das auf Gleisen steht? Keine Ahnung. Selbstmord gefährdet. Oh. Der ist übel schlecht. Weiß ich. Ich habe dieses Ding noch nie benutzt. Ja, muss Markus fragen, der kennt sich damit aus. Macht Markus nicht. Der Pimmel geht doch eh nicht. Wer Wenn macht das alles hier? Markus die Folge sieht, wird er ganz sauer sein. Es ist mein Drehbohrgerät! Ich verbunden war. Oh, das hast du jetzt gesagt. Ich komme wohl gleich in Hälfte dann. Will das selber machen. Wann machst du denn dein Kettenrennen? Wann machst du denn dein Kettenrennen? Gar nicht. Allein, weißt du, jetzt jede Folge, die wir jetzt machen, ne?
komme ich näher an das Hinterschocksfolge. Das heißt, meine Laune geht von jeder Pause der Ratefolge, geht sie jetzt immer ein Stück nach unten im Keller, sodass sie bei der Hinterschocksfolge ganz unten im Keller ist. Und danach müssen wir irgendwie aber, dass sie langsam wieder hochgeht. Hoch! Du weißt wieso, ne? Ja. Ja. Das heißt, Leute, du musst das Bohrer noch tiefer in die Erde drehen. Vergeht nicht. Doch. Und, jetzt hat's 100%. Ja, dann ist das Neue. Ich? Der Bohrung 52. Ja, du musst halt viermal bohren, oder? Keine Ahnung. Hat man lange nicht mehr gemacht. Dann hat die Bohrung immer Markus gemacht und da waren wir nach 2 Minuten fertig mit dem ganzen Bohrung. Ja, kann sein, dass ich den nicht baggern muss. Ich weiß auch nicht mehr. Und mal, damit geht so, damit geht so. Ihr macht das. Du hast da gleich Hilfe bei Windrad oder nicht? Nein. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich einen großen Auftrag anfangen kann oder nicht. Weil meine Taktik ist jetzt momentan, dass ich jetzt die ganzen anderen Missionen, die jetzt noch fehlen, dass ich die jetzt fertig mache. Weil, Markus habe ich abgesprochen, haben wir abgesprochen, dass wir erst unsere Mission jetzt fertig machen wollen, bevor wir dann die Schule machen. Wie wär's mit der Bahnansage der Woche? Ja, müssen wir noch schnell machen. Nächster Halt ist in Mannheim. Pause. Worms, Entschuldigung, wir sind aus Hamburg und kennen uns hier nicht aus. Ja, ich sag mal so. An der Rewe-Übernachten kann man auch ein bisschen besoffen sein und eine Fahrplan nicht mehr wissen, ne? Wenn man losgefahren ist. Ne? Erst über den Kitz, sondern ab in den Zug. So, was sieht aus? Du machst jetzt, also das Winter muss noch gemacht werden, da haben wir noch sehr viele Abschnitte, haben wir da noch. Und ich habe einen wunderschönen Abschnitt gefunden, wo man transportieren muss und dann transportieren muss und alle Verdichten machen müssen, sind Christian und Matthias, das sind die Architekten. Kostet auch ein bisschen was, aber das ist sehr gut für meine kleinen Aufträge, die ich machen muss. Deswegen nehme ich den nochmal an. Dann kann ich mit meinen Aufträgen wieder weitermachen. Das ist ja alles ganz einfach. Und mit den Bauabschnitten. Wir brauchen ja auch nicht mit Bauabschnitten. Was haben wir hier? Transportieren, Container, Großsiegel. Kann man nicht so viel machen. Haben wir etwas mit Beton? Ja, Fahrt zum Baustoffhändler, Gießen, vorbereitende Elemente. Das hört sich schon geil an. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gerne machen möchte. Wäre geil, gleich eine machen. Ja, aber ich würde sagen, ein Auftrag reicht erstmal für mich, weil, dauert ja alles ein bisschen. So. Sonderaufträge haben wir auch noch welche. Da könnte man eine Brücke nochmal machen, aber, ich glaube eher nicht. Irgendwie hat mein Auftrag fehlt, Sonderauftrag. Geht Borkop entleeren. Warum der nicht da ist, habe ich keine Ahnung. Was war das Architektenaufträge? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir werden es wissen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Das heißt, die 2 Folgen vom Bau. Und wir sind fast pünktlich im Schluss. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Das
wahrscheinlich das nächste Schock, aber die Folge kommt noch an der 6. Folge und mein launiges Wetter. Bis dahin. Tschüss.